Vor kurzem angekündigt und mit Spannung erwartet. Captain Tsubasa, Rise of New Champions. Ja, und ich habe mir gedacht, um die Wartezeit darauf ein bisschen zu verkürzen, machen wir einfach mal Folgendes. Wir verbinden das Ganze mit meinem 20 Jahre PlayStation 2 Special. Wie das funktionieren soll? Naja gut, ihr seht es bereits am Titel und am Thumbnail. Aber was habe ich eigentlich genau vor? Tja, das werdet ihr jetzt erfahren. Das Jahr 2001. Die PlayStation 2 auf dem Vormarsch. Und zwar mit This is Football 2002. Fußball zelebrieren mit einer weiteren Fußballreihe, die es heute leider nicht mehr gibt, aber in meinen Augen doch durchaus underrated ist, weil es doch einige sehr, sehr nette Gimmicks hat. Und dieses Spiel ist nicht nur ein einfaches Fußballspiel. Dieses Spiel ist das allererste PlayStation 2 Spiel, welches ich in meinem Leben je gespielt habe. Mit diesem Spiel habe ich damals die PlayStation zusammen bekommen. Die PlayStation 2. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe schon sehr bald festgestellt, was man hier alles für Schabernack treiben kann. Zusammen mit Mehmet Scholl im Ladebildschirm. Was kann es Schöneres geben? Tja, um nun zu erfahren, was ich eigentlich vorhabe, müssen wir zunächst einmal in den Menüpunkt Personalisierte Teams gehen und in die Teambearbeitung hinein. Denn wie bei Pro Evolution Soccer gibt es hier einen Editierungsmodus. Wir können zwar leider keine eigenen Spieler erstellen, können aber die Mannschaften nach Belieben verändern, sprich Spielertransfers durchführen, das Spieleraussehen bei einigen bearbeiten. Ja, und ihr seht schon, SVW, Düsseldorf, Hessen-Kassel in der belgischen ersten Division, da kann was nicht stimmen. Da habe ich mich nämlich bereits kräftig im Editiermodus ausgelassen. Und was soll ich sagen? Genau das bringt uns nämlich jetzt zu Captain Tsubasa. Ja, ich habe eine Menge Teams gebraucht. Ich habe versucht, alle möglichen Grundschul- und Mittelschulmannschaften nachzubauen, die wir so in der Serie gesehen haben. Deswegen seht ihr hier den FC Shimada, Nambu seht ihr hier, also wirklich auch Teams aus der Qualifikationsrunde, nicht nur die bei den Turnieren teilgenommen haben. Sankusho sehen wir hier, Matsuoka und ja, kommen wir endlich mal zu einem der Hauptteams, Hanawa, hier in Mittelschuldesign. Wie ich finde, auch tatsächlich eins der Teams, das mir vom Trikot her auch ein bisschen besser gelungen ist. Mit den Tachibana-Zwillingen und so weiter. Nishiki Gaoka auch beim Mittelschulturnier dabei gewesen. Die Spielstärken sind natürlich nicht akkurat, die konnte ich auch nicht anpassen. Ich habe einfach random habe ich die Teams angepasst, deswegen ist Minami jetzt wesentlich schwächer als Nishiki Gaoka. Chubu haben wir hier. Also ihr seht schon, ich habe wirklich versucht, mich am Originaldesign der Trikots zu orientieren. Das Ganze beruht allerdings auf dem Design der ersten TV-Serie, die es gab. Hier sehen wir also Azuma Ichi, Musashi, Azuma Scratchy haben wir leider nicht. Aber Musashi hier zum Beispiel, auch eines der größeren Teams. Nagano haben wir hier aus dem Grundschulturnier. Die haben, glaube ich, gegen Furano gespielt. Also ich weiß genau. Miiva haben wir hier natürlich. Ganz, ganz wichtig. Da hätte ich auch einfach den FC Chelsea nehmen können, weil die hatten so ein ähnliches Trikot hier drin. Otomo haben wir hier auch noch. Also ihr seht wirklich, ich habe versucht, auch mich so ein bisschen an der Farbgebung zu orientieren, versucht auch den Farbton zu treffen. Ihr habt wirklich Möglichkeiten, nicht nur die Teams umzubenennen, sondern auch wirklich mit den Trikots zu arbeiten. Bei Sapporo habe ich das mal nicht gemacht. Da habe ich das Trikot so belassen, wie es war, weil ich das irgendwie cool fand, das Design. Aber hier haben wir Hitachi beim Grundschulturnier bis ins Viertelfinale eingezogen, gegen Musashi dann gespielt und sich lange gut gehalten gegen Musashi. Hier Furano aus dem Mittelschulturnier, auch findet dieses Trikot ist mir somit am besten gelungen, tatsächlich. Da habe ich auch lange an diesem Blauton rumgefummelt, bis ich den mal so hinbekommen habe. Jonan, ich glaube auch aus dem Grundschulturnier. Und hier haben wir natürlich endlich mal Nankatsu. Also wie gesagt, das orientiert sich am Design der ersten Serie. Deswegen Nankatsu hier in Rot-Weiß, nicht in Blau-Weiß. Ja, und ich habe mich auch an den Spielern orientiert. Und wie ihr seht,
An der deutschen TV-Serie. Deswegen heißt Morisaki nicht Morisaki, sondern wie in der deutschen TV-Serie Kitahara. Shimada Ueda haben wir hier anstelle von Shingo Takazugi. Und ja, Mamoru heißt hier Mamuro. Anstatt Izawa mit Nachnamen. Naja, also ich habe mich an der deutschen TV-Serie orientiert, deswegen nicht wundern, wenn der Manchus nicht so ganz akkurat ist. Da hätte ich eigentlich bei Azuma Ichi, hätte ich dann eigentlich Higashi Ichi machen müssen, aber naja. Ja, und hier sehen wir nun den großen Captain, den großen Tsubasa Ozora. Wir können nämlich auch die Werte der Spieler anpassen. Und ich habe mir gedacht, der muss gute Ballkontrolle, der muss gutes Dribbling haben. Du hast aber in der zweiten englischen Liga, hast du nicht so viele gute Spieler. Das war ursprünglich mal ein englischer Spieler aus der zweiten Liga. Und deswegen habe ich Verletzungsresistenz und Einwurffähigkeit auf 0 gemacht und habe sie bei Ballkontrolle und Dribbling oben drauf gepackt. Und Schussgenauigkeit und Schusskraft, weil der Typ hat ja eine Mordschusstechnik mit seinem Drillschuss bzw. Drive-Shot. Deswegen, ja, habe ich diese Werte so hoch wie möglich gemacht und dafür halt mal, ist mir doch egal, ob der Einwürfe machen kann. Ist doch wurscht. Auf jeden Fall hat der es offensiv jetzt ordentlich auf dem Kasten. Wobei ich sagen muss, viel merkst du die Werte der einzelnen Spieler hier nicht. Das ist so ein bisschen der Nachteil bei This is Football 2002. Klar, ein Verteidiger ballert den Ball mal ein bisschen eher vorbei als jetzt ein Stürmer. Aber trotzdem merkst du keine großen Unterschiede, sag ich mal. Ja, hier können wir die Trikots noch anpassen, aber ich glaube, das mache ich mal nicht am Beispiel von Nankatsu, sondern bei dem Trikot, auf das ich am stolzesten bin. Was ich wirklich aus der TV-Serie wahrscheinlich am besten getroffen habe. Hirado mit Jito bzw. Tsugito in der deutschen Variante. ich finde, das ist mir echt gut gelungen. Da war ich damals stolz drauf. Hier das zweite Design, das Auswärtsdesign, das habe ich, glaube ich, nicht ganz akkurat angepasst. Aber das war an Road to 2002 angepasst. Also an, bei uns hieß es Super Kickers 2006. Da war das Design, glaube ich, so eher gewesen. Weiß ich nicht, ob ich das jetzt ganz akkurat nachgebaut habe, aber das hier zumindest. Ich glaube wirklich, das ist das beste Trikot, was ich hier gemacht habe. Und das habe ich damals wirklich gemacht. Da hatte ich Urlaub. Ohne meine Frau. Wir waren da gerade erst frisch zusammengezogen. Das war 2008 rum. Habe ich das gemacht. Und hatte Urlaub. Sie hatte keinen Urlaub. Ich habe mich irgendwie so ein bisschen gelangweilt. Und dann habe ich mich mal ans Editieren gemacht. Und habe mal wirklich versucht, die ganzen Teams nachzubauen. Und ich fand das irgendwie total cool. Und da habe ich mich irgendwie die komplette Woche habe ich mich damit beschäftigt, nur diese Teams zu bauen. Ihr seht hier können wir die Farben also wirklich ganz, ganz toll bearbeiten. Wirklich den Farbton bis ins kleinste Detail nachbauen. Helligkeit, Sättigung und Farbe und das ist wirklich, das ist großartig. Es ist also nicht so, dass ihr jetzt eine Farbpalette habt, wo ihr irgendwie aus 5 oder 6 Farben nur auswählen könnt, sondern ihr könnt das wundervoll anpassen. Hier zum Beispiel hübsche rosa Söckchen machen, wie es sich für Hirado gebührt. Und das ist noch nicht alles. Wir haben insgesamt 7 Schichten und unzählige Designs. Wir können also 7 Schichten auf diese Socke draufpacken mit, was weiß ich, 20 oder noch mehr Designs. Und die ulkigsten Sachen daraus erstellen. Und genau deshalb ist es auch möglich, die etwas detaillierteren Trikots aus Captain Tsubasa einfach so schön nachzubauen. Ihr seht es, also wir haben hier unfassbar tolle Designs. Design 63, also was ihr hier für Möglichkeiten habt und dann auch mit den Schichten arbeiten und so und mit der Farbgebung. Also das ist wirklich großartig und das, würde ich sagen, kriegt auch Pro Evolution Soccer mit seinem Editor nicht besser hin. So, Shimizu. Nanwa haben wir hier. Zu Nanwa können wir auch mal reingehen. Da war es jetzt so, da hatte ich, da bin ich hingegangen, habe mich beim Heimtrikot habe ich mich an das Mittelschulding orientiert, wie sie in der Qualifikation aufgetreten sind. Aber das Trikot kennt man vielleicht besser. Das hatten sie beim Grundschulturnier an. Und hier könnte ich vielleicht mal Nakanishi zeigen, den Torwart und Kapitän des Teams. Genau.
Den habe ich mal riesengroß gemacht, 1,99 Meter. Ich glaube, mehr ging nicht. Ich glaube, 2 Meter konnte man nicht machen, ich weiß gar nicht. Oder bis zu 2 Metern. Und ich habe versucht, sein Gesicht möglichst breit zu ziehen. Also du kannst aus unterschiedlichen Kopfmodellen auswählen und ich habe versucht, dass er halt möglichst dick wirkt im Gesicht. Aber ihr könnt natürlich hier alle möglichen Hauttypen nachbauen. Also teilweise verändert sich die Hautfarbe auch schon so ein bisschen mit der Kopfbeschaffenheit und dem Kopfmodell. Ihr könnt aber auch noch verschiedene Ethnien auswählen und ihn komplett verändern. Ihr könnt euch auch einen Konsolenfalken, einen Weehawk nachbauen. Da sind eurer Fantasie wirklich keine Grenzen gesetzt. Es gibt lediglich ein paar Spieler. Ich glaube jetzt zum Beispiel den Gabriel Batistuta oder so, den konntet ihr vom Gesicht her nicht verändern. Also es gab wirklich so ein paar Spieler, wo sie das Gesicht als sehr originalgetreu nachgebaut haben und das durftest du dann auch nicht verändern. An diesen Spielern durftest du nichts ändern. Aber an den etwas unbekannteren Spielern, da konntest du dich auslassen und editieren, wie du wolltest. Und das war schon wirklich sehr, sehr cool. Später bei This is Football 2005 konntest du dann eigene Spieler erstellen mit iToy-Kamera und was weiß ich was allem. Hier ging es noch nicht, aber allein was du hier verändern konntest an etwas unbekannteren Spielern, das war schon großartig. Das war wirklich toll. So, und so haben wir jetzt einen Original Weehawk nachgebaut mit grauen Haaren, aber einem braunen Bart, wie es sich gehört. Ja, aber ich speichere das natürlich nicht. Nakanishi soll Nakanishi bleiben. Und ich will die Teams wirklich so lassen, wie ich sie damals 2008 erstellt habe. So. Aber jetzt wollen wir mal in die Vollen gehen. Und mal ein Freundschaftsspiel zeigen. Ein kurzen Ausschnitt aus Nankatsu gegen Tohu. Freuen Sie sich mit mir auf das Spiel. Eine legendäre Begegnung. Wird sie diesmal auch so legendär werden? Hier sehen wir jetzt also die Trikots, die Spieler mal in Action. So würde Kitahara bzw. Morisaki aussehen, wenn er etwas originalgetreuer wäre. Also hier seht ihr eure Captain Tsubasa-Helden mal, wie sie halbwegs im Real Life aussehen würden. Gut, Koike ist mal gar nicht getroffen. Da hätte ich irgendwie längere Haare machen müssen. Aber das ist es halt. Ich habe nicht jeden Spieler originalgetreu angepasst. Das wäre zu viel des Guten gewesen. Viele habe ich vom Design her auch so gelassen. Ich habe natürlich schon zugesehen, dass ich sie alle zu Japanern gemacht habe. Aber das ist eigentlich auch schon alles. Ihr seht auch auf den Ersatzbänken, habt ihr viele englische Namen gesehen, die habe ich dann nicht mehr angepasst. Und Kisugi Tepai schießt aber Wakashimatsu, der Top-Torhüter der J-League, wenn man so will, konnte halten. Aber diesmal Tepai! Ah, Kisugi, das alte Schlitzohr mit dem Treffer. Ja, Nankatsu gegen Tohu, immer wieder ein Spaß für die ganze Familie. Aber ich habe mich natürlich auch mit den anderen Teams noch ausgelassen. Furano gegen Hanawa beispielsweise. Matsuyama gegen die Tachibana-Brüder. Und Oda! Yamamuro! Der zweite Stürmer von Furano mit dem Führungstreffer gegen Hanawa. Genau so muss es sein. Und auch Hirado gegen Miiva darf nicht fehlen. Sano am Ball! Sano trifft! Und den hatte ich mit langen braunen Haaren, wie es sich im Anime gebührt. Aber das Gesicht sieht trotzdem nicht wirklich nach Sano aus. Ich weiß. Seht es mir nach. Ein Start nach Maß, ein Tor in den ersten Minuten der Partie. Ein kleiner Schmankerl möchte ich allerdings doch noch zeigen. Hier in der Begegnung Chubu gegen Otomo. Was ist hier passiert? Foulspiel? Das müssen wir uns nochmal ansehen. Was? Absichtlicher Fall? Sicher? Oder war das eine Fehlentscheidung? Oh. Wir können hier absichtliche Schwalben machen. Ist es nicht wundervoll? This is Football 2002. Eine wundervolle Spielerei. Barrel roll, barrel roll.
Sag ich ja. Eine wundervolle Spielerei. Captain Tsubasa in This is Football 2002. Ja, in Kürze wird es mit dem PlayStation 2 Special weitergehen. Dann mit euren Fragen. Da brauche ich allerdings noch ein bisschen Zeit. Seht's mir nach. Bis dahin, euer Weehawk.